Hallo liebe Tieftourliebhaberinnen und lieber Tieftourliebhaber, wir kommen alle manchmal an einen Punkt, an dem wir nicht wissen, was wir üben sollen. Uns fehlt die Inspiration und meistens greifen wir dann auf Tonleitern und Technikübungen und Sachen zurück, die wir eben schon kennen und können. Und da ist im Prinzip natürlich auch gar nichts dran auszusetzen, denn ich denke, dass wir jede Sekunde, die wir mit unserem Instrument verbringen, auch besser werden. Entweder vertiefen wir etwas oder wir lernen etwas Neues. Okay, wenn du aber mal wieder keine Ahnung hast, was du spielen und üben kannst, dann kannst du dich auch ganz einfach durch dich selber inspirieren lassen. Ich zeig dir wie. Und zwar kannst du am besten einfach eine Idee nehmen, die du gerade ohne Bass hast. In den Momenten, in denen du gerade zum Song im Radio mitpfeifst oder unter der Dusche mitsingst oder beim Abwaschen oder beim Autofahren an Musik denkst. Nimm dann diese Melodie, diesen Groove, diese kleine Idee und spiel sie auf deinem Bass. Und manchmal sind das ganz einfache Grooves und Basslinien, aber oft, sehr oft sogar, sind das Sachen, die du nämlich gar nicht so leicht auf deinem Bass spielen kannst. Ideen, die in deinem Kopf zwar simpel klingen, bei denen du auf deinem Bass aber schnell an deine technischen Grenzen kommst. So hatte ich zum Beispiel diese Idee. An sich nicht schwer, wahrscheinlich auch tausendmal schon irgendwo gehört und auch nichts Besonderes, aber was es dann doch sogar sehr besonders macht, ist, dass ich es wahrscheinlich noch nie auf meinem Bass gespielt habe. Jedenfalls nicht bewusst. Und wenn ich mir dieses Fragment jetzt mal genauer anschaue, dann merke ich, dass es auf dem Bass eigentlich überhaupt gar nicht flüssig und geschmeidig läuft. Erstmal muss ich die Idee natürlich Note für Note übersetzen und auf den Bass bringen und dann zeigt sich, dass es tatsächlich technische Hürden gibt. Dadurch, dass bei diesem Riff der Grundton stets wiederkehrt, muss ich hier tatsächlich über den Fingersatz nachdenken und die Idee erst wieder langsam üben, um sie in die Finger zu bekommen und zu automatisieren. Beim zweiten Takt ganz genauso. Und dann fange ich eben an, damit mal ein bisschen herumzuspielen. Vielleicht spiele ich es mal in einer Tonart, in der ich die Leerseiten benutzen kann. Aber auch da muss ich mich erst wieder an einen neuen Fingersatz gewöhnen. Und ich kann dir sagen, dass genau diese kleinen unscheinbaren Ideen absolut Gold wert sind in deiner Entwicklung als Musiker und als Instrumentalist. Nämlich in zwei Aspekten. Zum einen lernst du, dich technisch weiterzuentwickeln, klar. Zum anderen beschäftigst du dich jetzt aber vor allem mit deiner eigenen Musikalität. Denn diese Ideen, die du hast, wenn du keinen Bass in deinen Händen hast, die kommen aus dir selber. Klar, das gilt natürlich nicht für Melodien, die du einfach nur nachpfeifst, aber sobald du ein bisschen improvisierst, ist's von dir selber. Das ist deine Stimme, dein Vokabular. Und wenn du dich damit beschäftigst, dann lernst du viel schneller, deine eigene Stimme und deinen eigenen Stil auf dem Bass zu finden. Und nimm selbst mal Melodien, die du einfach nur nachsingst und übertrage sie mal auf deinen Bass. Auch dann wirst du sehr oft merken, dass das gar nicht so leicht ist. Dass du in deinem Kopf eigentlich musikalisch schon viel weiter bist als auf deinem Instrument. Also wenn du mal wieder nicht weißt, was du üben sollst, geh einfach duschen, mach einen Spaziergang, häng die Wäsche auf, denk an Musik und dann ran an den Bass. Viel Spaß!